Hallo zusammen und erstmal noch ein wunderschönes neues Jahr 2018. Jetzt ist gerade mein Schreibtisch mal ein bisschen aufgeräumt, weil wir Übernachtungsgäste hatten über die Jahreswechsel und Weihnachten und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, nutze ich den Platz und bastel mal das Mini-Album, was jetzt schon länger auf meiner To-Do-Liste steht. Und zwar habe ich da dieses total süße Papier, das wird dafür verwendet. Und ja, das ist eigentlich mit der Tienchenbindung gemacht und um das Ganze ein bisschen einfacher zu halten, auch aus Briefumschlägen. Dafür habe ich hier die Briefumschläge schon mal präpariert. Das sind 15x15. Die habe ich hier an der Lasche zugeklebt und hier ein Stück abgeschnitten. Also wirklich wenig, das ist vielleicht 1-2 mm. Und dann hier gefalzt. Also diese Breite hier oben. Das sind 14,5 cm und das ist halt die Falz. Ist ein bisschen mehr als 5 mm, weil 5 mm sieht so wenig aus. Ja. Und dann gibt es halt hier diese Klappkarten dazu. Das war halt dieses Kartenset. Und die kann man dann ganz einfach, wenn man das hier geknickt hat, hier vorne reinschieben. Und hat dann gleich so einen lustigen Klappmechanismus drin, wo man das rausnehmen kann. Ich wollte es dann so machen, dass man auf zwei Seiten von der Seite dann halt immer schreiben kann und auf die anderen Seiten Fotos draufkleben kann. Jo. Und die werde ich jetzt, diese Seiten und die hier natürlich, alle mit Papier bestücken. Und dann geht es weiter mit dem Cover und das zeige ich euch dann wieder. Ich habe jetzt alle meine Umschläge beklebt. So mit diesem total süßen Papier, ne? Dann auch schon mal hier angeknickt. Das habe ich erst gefalzt, das habt ihr ja schon gesehen. Und damit ich es einfacher knicken kann, habe ich einfach nur das Lineal an die Knickkante gelegt und das dann hochgequerlappt, damit man das hier schöner knicken kann. Das ist echt eine Fisselarbeit, weil das nicht so viel Rand ist. Die Tienchenbindung ist mit 1 cm, nur dann wäre mir das persönlich zu dick geworden. Das hier sind jetzt 12 Seiten. Im Prinzip kann man dann für jeden Lebensmonat irgendwie Fotos reinmachen, wenn man das möchte. Aber da sie schon so ein, also für diejenige, für die das ist, die hat schon so ein, ja, Babys erste Schritte Buch. Und dann dachte ich mir, kriegst du das halt für zwischendurch mal, wenn man irgendwas aufschreiben möchte oder so. Dann kann sie das machen. Das kann man auch noch mit 5, 6 Jahren machen. Ist also nicht unbedingt auf Geburt ausgelegt, aber das bekommt sie halt zur Geburt. So, die Inhalte habe ich auch schon, also diese netten Umschläge. Und ich habe überlegt, hier irgendwie so OneNote oder sowas hinzumachen. Aber dann sind mir, ich habe die lustigen, süßen, mega tollen Stempel von Sammy Fim. Und ja, ich fand, die passten. Halt, ne? Also die Kuh, innen ist ein Schwein und die Flächen hier sind halt zum Beschreiben. Und hier kann man dann mal noch ein Foto hinmachen oder irgendwas anderes, was man möchte. Und ja, in der Form sind dann meine 12 Inlays zu machen. Und wenn Mama möchte, kann sie dann hier auch noch ausmalen. Oder das Kind irgendwann, wenn es mal ein bisschen ausmalen möchte. Ja, also das ist mein Stapel Inlays. Mein Stapel normal. Wenn ihr die Inlays, also die Stempel mal genauer sehen möchtet, werde ich die jetzt mal zeigen. Wer das nicht will, einfach vorspulen bis zu den nächsten. Also ich habe die immer, fast immer zweimal gemacht. Die Meerestiere nicht. Schwein. Und die lassen sich wirklich sehr schön stempeln. Ich habe dann auch immer versucht, dass die Gegenseite ungefähr farblich passt, ne? Also nicht, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich finde Blau und Hase passt halt nicht so gut. Deswegen hat das dann hier so ein Muster gekriegt und das Küken ist ja für alles individuell, ne? Und jetzt haben wir dann quasi schon wieder doppelt. Ach, hier habe ich vergessen. Das waren jetzt die Stempel und dann geht es jetzt weiter mit dem Cover. Die Sachen kann man erstmal zur Seite legen. Und zwar habe ich mir Pappe zurechtgeschnitten. Die Karten sind 15x15, beziehungsweise
Die Umschläge sind ja ein Ticken, also die sind, oh, wie groß sind denn die Umschläge, ja. Muss ich mal messen, ne? Die sind ja 15,5 mal 15,5 im Allgemeinen. Ich habe jetzt 16 mal 16 meine Pappe ausgeschnitten, damit es halt auch passt. Ich kann das hier mal drauflegen, ne? Also die wird ja hier an der Kante rangeklebt. Dann ist dann hier vorne noch ein bisschen mehr Platz, aber die Karten-Inlays werden ja ein Stück rauskommen, weil das hier ja abgeschnitten ist. Also ich habe geguckt, mir passt das, also wenn es das hier so 3, 4 mm an der Seite und das finde ich ist in Ordnung. Wenn da jetzt irgendwie so 1 oder 2 cm wäre, mir persönlich das zu viel. Aber das kann man ja machen, wie man möchte. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich das meine. So. Also 2 mal 16 mal 16. Dann habe ich die Breite ausgemessen. Das sind 9,6 cm. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das so ein bisschen schmaler gemacht habe, die Tienchenbindung. Das kommt hier zwischen. Dann kommt nochmal ein kleines Stück, also 9,6. Das kommt auch nochmal hier hin. Und dann habe ich noch so einen Rest, den ich hatte. Und der kommt hier auch nochmal. Einmal schieben. Hier an die Seite. Das ist, also das hier wäre ja schon ein normales Cover, ne? Also die drei Teile. Ich mache das ein bisschen länger, weil ich das gerne möchte, dass man das zuklappen kann. Ich guck gerade mal, ob ich hier irgendwie so ein Beispiel habe. Ja, Moment. Ich nehme einfach mal meine Box hier. Und zwar soll das halt auch so sein, ne? Dass man das halt hier so zuklappen kann, damit das ein bisschen geschlossener ist. Ich muss mal gucken, ob mir das hier zu breit ist, aber eigentlich finde ich das ganz schön. Geht dann halt so über die halbe Seite. Den Rücken kann man dekorieren und alles. Also da werde ich schon was finden. Und um diese ganzen Dinger jetzt zu verbinden, nehme ich wieder mein breites Stoffklebeband, Washi-Tape oder wie auch immer. Das finde habe ich bei Action. Also man kann auch kleineres nehmen, also schmaleres. Nur ich finde, das hält halt, es hat halt mehr Fläche und dementsprechend kann man dann auch, wenn man das Papier drüber klebt, das hier nochmal ein bisschen festmachen. Und deswegen finde ich das ganz cool. Ich habe zwar auch noch so ein ja, Gaffer, was halt richtig klebt, aber das passt von der Farbe her nicht. Das hier passt, glaube ich, ganz gut zu der Farbe. Und ich fange jetzt einfach mal an, damit ihr seht, wie ich das mache, obwohl das ja schon bei dem anderen Cover schon mal gemacht habe. Aber kann ja nicht schaden. So, ungefähr zweimal. Dann schneide ich mir das ab. Und dann ein bisschen abziehen. Und dann lege ich mir die eine Seite ungefähr mittig hin. Klebe es fest. Und dann kommt die andere Seite. Die muss ein bisschen Abstand haben, ne? Man muss das ja noch klappen können. Und dementsprechend braucht man hier so ein, ja, im Prinzip die Dicke von der Pappe. Das ist jetzt bei mir nicht viel. So. Wichtig ist darauf zu achten, dass das ungefähr oben und unten passt. Und dann hat man hier, kann man das schon knicken. Dann klebe ich mir das einmal hier rum. Kommt nachher noch Papier drum, also ist das nicht so wild. Ja, ein bisschen viel geschnitten. Na komm. So. Dann nehme ich mir ein Falzbein, wenn ich das denn finde. Och, Menno. Naja, finde ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier so ein Dotting-Tool. Wenn man das andere nehmen. Also mit einem Dotting-Tool oder was anderem geht es auch. Und dann streiche ich mir das hier einmal rein, weil das halt so geknickt werden soll. Und die anderen Teile mache ich jetzt quasi genauso. Ich habe jetzt hier noch, also hier nochmal das Große dran.
an das große auch nochmal 9,2, damit das die Box ergibt quasi. Das ploppt da ja dann nachher auf. Und dann nochmal so, das der Zumachmechanismus, nenne ich das jetzt mal. Also quasi die Flasche. Ja, mache ich jetzt. Ich habe jetzt hier erstmal alles zusammengeklebt. Durch dieses Regenprasseln nicht stören. ja, Dachschrägenfenster sind halt nicht so pralle. So, also das kann man dann jetzt so zusammenklappen und hat dann hier das Grundgerüst von dem Album. Um das jetzt zu verkleiden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt Papier und schlägt das um. Oder was ich ganz gerne mache, ist mir Washi-Tape nehmen und den Rand komplett einmal abkleben. Dann brauche ich nur noch das Papier flächig auf diese Seite zu kleben. Eigentlich nichts Großes, Wildes. Kann eigentlich jeder, wenn man Washi-Tape hat. Wenn nicht, wie gesagt, einfach das Papier nehmen, umschlagen. Da gibt es sehr viele Tutorials auch zu. Bei YouTube, wie man das macht, worauf man achten muss und so weiter. Und ja. Ich finde, Washi-Tape ist da immer so eine ganz einfache Möglichkeit. Dann so in der Mitte einschlagen, festdrücken. Dann hier an der Seite habe ich jetzt ein bisschen was übrig. Schneide ich einfach ab. Und dann ist dann quasi der Rand, wenn man so von der Seite drauf guckt, verkleidet. Ja, das mache ich jetzt noch mit den ganzen anderen Seiten, also rundrum. In der Mitte brauche ich ja nicht, da habe ich ja schon. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn alles umrandet ist, habe ich mir Papier zurechtgeklebt. Die 16x16 Flächen sind bei mir 15,5x15,5. Das ist diese Größe. Ich habe dafür das Semifilm-Papier genommen, weil ich das echt niedlich finde. Und das passt dann zu den Innenstempeln quasi. Und das andere Papier ist leider schon leer. Tja. Dann braucht man für meine Sachen, habe ich jetzt hier viermal die 9,3x15,5. Und dann waren bei den 15,5 von denen hier Reste übrig. Und die passen genau bei mir hier hinten drauf. Deswegen fand ich das ganz praktisch. Musste ich nur ein bisschen kürzen. Und ja, die kann ich jetzt festkleben. Ich habe mir vorher überlegt, wie ich es gerne hätte. Also ich hätte halt gerne hier die Küken, hier die Schafe, dann hier die Wölkchen, hier kommen die Pünktchen hin und hier die Schweine. So, ist quasi das Frontcover und auf der anderen Seite genauso, was ich jetzt wichtig ist bei mir. Ich möchte das gerne mit einem Magnet verschließen, das heißt, ich muss hier, bevor ich das Papier anbringe, den Magneten aufsetzen. Da habe ich dann hier meine selbstklebenden Magneten, da mache ich mir dann zwei ab und dann kann ich mir den quasi hier die Folie abziehen und wie ich meine, dass er passt. Ich mache es gerne ein bisschen mittiger, damit man dann, wenn man das Papier drüber klebt, hier genug Fläche hat. Hoppa. Da habe ich den anderen runtergeschmissen. So. Das ist jetzt mein Magnet und ich kann jetzt hier das ganze Papier aufkleben. Ich nehme dafür doppelseitiges Klebeband. Das Gute von der Kreativbund von der Vera. Ich habe ja irgendwo noch eine Nachbestellung gehabt. Irgendwo habe ich noch welches. Man sollte echt nicht aufräumen. Aufräumen ist manchmal blöd. Andererseits kann man dann wieder aufräumen, wenn man was sucht, wenn man weiß, man hat es noch. So. Dann mache ich mir hier auf dem Magneten noch einen Klecks Dombo, damit der schön hält. Ziehe mir hier ein Papier ab und klebe das hier drauf. Da bin ich dann schon mal safe mit dem Magneten, dass ich den nicht vergessen habe. Und das mache ich jetzt mit den anderen Papieren, die hier sind, auch noch.
Es klebt jetzt alles auf der Innenseite. Auf der Außenseite habe ich jetzt schon die vier draufgeklebt. Das ist vorne und da habe ich jetzt noch nichts draufgeklebt, weil da ja da noch Magnet hin muss. Ne? Wichtig, wichtig dran denken. Und hier ist er ja schon drunter. Damit es relativ einfach ist, klebe ich meinen da drauf. Der zieht sich ja schon an. Und dann kann ich das abziehen. Und dann lege ich mir das so hin, wie das nachher ist. Also so der Kasten und drückt das hier runter. So. Wenn ich das dann sitzt der Magnet da, wo ich ihn haben will. Ich muss ihn noch mal, glaube ich, einen Millimeter verschieben, weil das nicht so ganz hingehauen hatte. Ja, so passt, so gefällt mir das besser. So. Dann kann ich nämlich auch das letzte drüber kleben. Ich habe da schon mal Klebeband drauf gemacht. Jetzt hier nur noch mal eine Runde Tombow und dann das Cover oben drüber. Hat man dann zwar so einen kleinen Huckel, aber den sieht man kaum. Dann ist quasi das Buchcover schon fertig. Oder das Albumcover. So, und wenn man das dann aufmacht, kann man dann einfach hier offen und kann dann da Bilder reinmachen, rummalen und so weiter. So, das heißt, es geht jetzt an die Bindung bzw. an das Innenleben. Dafür habe ich ja hier meine Umschläge schon mal vorpräpariert und das heißt, ich muss jetzt hier überall noch Klebeband anbringen. Ich nehme dafür so, ja, Sticky Tape, ne? Das ist halt ein bisschen mehr Wumms hat, sag ich jetzt einfach mal. Das ist halt kräftiger und kann halt mehr Zug ab und da das halt wirklich. Albumseiten knickt man, eventuell kriegt der Kleine die irgendwann an die Hand und will dann auch noch ein bisschen dran ziehen. Also von daher schön festes, stabiles Klebeband nehmen. Ich präpariere dann mal meine Seiten. Wenn alle Seiten ihren Klebestreifen haben, fange ich von hinten, also ich nehme die letzte Seite und klebe die dann ein. Und das hier ist mein Buchrücken sozusagen. Hätte ich auch gar kein Papier draufkleben müssen, na egal. Ja, dann nehme ich mir meine Seite und werde die dann hier so positionieren. Ja, wird dann quasi da festgeklebt. Man muss halt ungefähr darauf achten, dass es gerade ist. Eigentlich relativ einfach. Theoretisch, wenn man denn das Digitape abbekommt. So, ich lege mir das jetzt. Wie lege ich mir das denn? Ja, im Prinzip ist es doch ganz gut, dass ich hier das Papier habe, weil daran kann ich mich ein bisschen orientieren. Und klebe mir das dann hier fest. Ich nehme jetzt noch ein Falzbein und drücke das einmal wirklich fest drauf, weil das muss er halten. Und dann habe ich schon meine erste Seite sozusagen von dem Album. Dann nehme ich mir die zweite. Und setze die genau an diese Kante. Also wenn man sich das. Ist halt ein bisschen blöd zu sagen. Ich nehme eine, die noch nicht klebt und setze die quasi hier an diese Kante und klebt das so fest. Na, dass halt die Seite mit dieser Seite hier aufhört. So.
gerade machen. Und dann ist das schon die Seite 2. Man kann natürlich auch von der anderen Seite anfangen und das alles wieder umklappen, wie man das möchte. Und ich mache jetzt alle anderen Seiten. Das Album ist jetzt soweit fertig. Ich habe hier alle Seiten eingeklebt. Dann habe ich hier vorne noch so eine kleine Girlande aufgeklebt. Der Buchrücken wird gemacht, wenn ich den Namen von dem Jungen weiß. Ja, dann kann man das aufmachen. Dann habe ich hier noch ein paar Aufkleber, die halt bei dem Papier mit dabei waren, draufgeklebt. Und hier vorne halt dieses Welcome Baby Boy. Das ist eine Tasche, damit man da Bescheid weiß. Das ist, von hinten sieht es so aus. Das ist halt so die Hauptseite gewesen von dem Papier. Und dann kann man das hier reinschieben. Vielleicht, wenn irgendwann später dann Fotos übrig sind oder man noch irgendwas hat, was man da gerne reintun möchte, kann man das halt reinstecken. Und dann sind die Seiten halt wirklich wie jede andere Seite auch. Man kann das hier rausnehmen, rausziehen. Wow. So. Ich einfach mal. Aua. Ich schneide mich echt im Moment im Papier. Das ist nicht mehr schön. Naja, wird schon. Ja, kann man dann hier wieder reinstecken. Hat man halt hier diesen Klappmechanismus. Kann man umklappen. Und dann kommt hier der nächste Klappmechanismus. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass ich hier die Muster nicht wiederholen, ne, dass es halt immer drei verschiedene sind. Tag rausziehen, draufschreiben, Bilder draufkleben oder was man halt möchte. Man kann ja auch selber irgendwie kreativ noch was draufmalen auf die weißen Seiten. Und ja, ich blätter jetzt einfach mal fix durch. Die Innenseiten habe ich euch ja schon gezeigt. Und das ist halt das Papier, was ich extra für das Album geholt hatte. Bis auf das hier. Das ist aus meinem Kreativ-Bunt-Adventskalender, weil leider nicht genug Seiten da waren. Und dementsprechend musste ich dann ein bisschen ausweichen. Da fiel mir ein, hey, du hast da noch so cooles Kreativ-Bunt-Papier. Und ja, halt das Semi-Film-Papier, was ich total... Ah, ja, gut, dass es davon noch ein paar Sachen gibt. Ja, finde ich total niedlich. Also wenn ihr das Papier nicht kennt, ne, einfach mal bei ihrer Davanda-Shop, da seht ihr das. Oder auch im YouTube-Channel stellt sie es immer wieder vor, die neue Kollektion ist irgendwie mit Einhörnern. Das ist also mein Baby-Album für Baby-Boy. Ich weiß nicht, wie er heißen wird. Und ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr wisst, wie ich was meine. Wenn nicht, einfach unten in die Kommentare eine Frage reinschreiben und dann ist gut. Ja, versuche ich halt so möglichst gut zu erklären, auch in Wort, nicht nur in, also in Schrift, nicht nur in Wort. Heute nicht mein Tag. Ja, das war es also erstmal von mir und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!